Uff. Ich versuch's jetzt einfach. Ich muss es versuchen. Warte mal, ich habe jetzt gerade. Heute werde ich den Zauberwürfel lösen, aber nicht normal, sondern mit Challenges. Und wenn ich im Schnitt merke, dass ich diese Challenge auf jeden Fall nicht bestanden oder irgendwas dagegen gemacht habe und ich das normal nicht merke, zählt diese Challenge auf jeden Fall nicht. Und somit hallo liebe Zuschauer und hallo liebe Cubing-Fans. Heute werde ich diesen Zauberwürfel lösen, aber wie gesagt mit Challenges. Aber zuerst mache ich nochmal fünf normale Solves. Also ich löse ihn nochmal, also ich löse ihn normal fünfmal, damit man sieht, wie ich normalerweise liege. Und dann löse ich ihn mit diesen Challenges und ich gucke, was sich da so verändert. So liege ich normalerweise. Und jetzt werden wir es versuchen mit ein paar Challenges. Wir fangen erstmal an mit der ersten Challenge. Und das ist tatsächlich, ich darf die weiße Seite hier unten, ich darf das nicht drehen. Ja? Ich darf so machen, ich darf so machen, aber ich darf das hier erstmal nicht drehen. Das ist erstmal einfach. Und ich gucke, wie lange ich dafür brauche. Einfach so ein bisschen random. Weil wir das ohne die Website machen. Okay, ich darf das nicht drehen. Dann fange ich an. Let's go. Okay. Das war jetzt mal nicht so schwer. Skip. Nachdem ich die gelbe Seite oben gemacht habe und das hier normalerweise dann nicht gelöst ist, war es jetzt einfach schon gelöst. Ganz gut. Tatsächlich, überraschend, ist tatsächlich einfach eine 28. Ohne dass ich die untere Seite drehe. Normalerweise drehe ich die untere Seite, weil ich das brauche, aber jetzt habe ich das ohne gemacht. Okay. Jetzt machen wir. Jetzt wird es richtig hart. Man darf die obere Seite nicht drehen. Das wird viel länger dauern als das davor. Und ich habe da richtig Respekt vor, weil ich nicht weiß, ob das jetzt gut wird oder nicht. Wir gucken einfach mal. Aber meine 28 war gerade einfach besser als der eine. Da hatte ich nämlich eine 29. Ja. Ja, dann gucken wir mal. Ich darf die obere Seite nicht drehen. Das ist auf jeden Fall. Das ist so gefühlt unmöglich. So, ready? Ich bin ready. Okay, beim Cross habe ich jetzt tatsächlich die obere Seite nicht gebraucht. Das kann ich so machen. Ich habe auf jeden Fall eine gute Taktik, wie ich das Ganze machen kann. Und zwar, dass ich einfach hier unten das drehe. Boah, das will ich eigentlich gar nicht machen. Dann machen wir es lieber so. 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 Ja, passt. Und dann noch, zack. Oh, das ist tatsächlich sehr gut. Zack. Zack, zack. Okay. Jetzt als nächstes. Okay. Schwierig. Okay. Puh, okay.
nach 1,5 Minuten die unteren beiden Ebenen ohne die obere Seite zu drehen. Jetzt könnte es tatsächlich hart werden. Normalerweise müsste ich so drehen, das heißt, ich muss jetzt so drehen. Und jetzt, dann würde ich zack. So? Ne, da habe ich irgendwas falsch gedreht. Ah. Das ist ja die gelbe Seite. Also kann ich die obere Seite trotzdem drehen? Okay, passt. Oh ne. Ich muss es anders lösen. So schaffe ich das nicht. So. Uff. So. 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 Ja, und jetzt nochmal. So. 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 Oh nee. Oh nein. Das kann ja nur schlecht werden. Okay. Ich muss einfach mit irgendwelchen anderen Algorithmen versuchen, das Ganze jetzt zu lösen. Mit irgendwelchen anderen. So. Ich versuche es jetzt einfach. Ich muss es versuchen. Warte mal, ich habe jetzt gerade... So. So normalerweise. Das heißt so jetzt. Ja, richtig. Dann... So, glaube ich. So. 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 Uff. Jetzt müsste ich nach da drehen. Das heißt, ich muss nach hier drehen. Ich glaube, ich hab's gleich. Okay. Zack. Ich glaube, ich hab's gleich. Zack. Ja. Ja. Alter. Also, ich wusste gar nicht, dass das jetzt so lange dauert, einen Zauberwürfel so zu lösen. Ich habe da gerade, weil ich jetzt hier gerade am letzten Step gestruggelt habe. Oh mein Gott, Leute. 5 Minuten 46, also fast 6 Minuten, um das zu lösen. Das ist viel. Aber das waren die 2 Challenges. Ich hoffe, sie haben euch gefallen. Ja, in der ersten Challenge war das, ich darf nicht die unterste Seite drehen. Da war ich tatsächlich von meiner Rage nur 3 Sekunden, also von meinem Mittelwert, nur 3 Sekunden entfernt. Und bei dem anderen, wo ich die obere Seite nicht drehen darf, also die gelbe, war ich 5 Minuten und ungefähr vielleicht 20 Sekunden entfernt. Von meinem Mittelwert. Ja, wenn ihr mehr Challenges sehen wollt, in allem Zaubern, ich weiß nicht, ob es überhaupt Zauber-Challenges gibt, und so weiter, dann lasst es mich auf jeden Fall wissen. Würde ich sagen, ciao!